Hallo liebe Leser, hallo liebe User, herzlich willkommen zu einer Sonderfolge von Basket TV. Ich bin Dr. J hier in Los Angeles, Kalifornien, am 60. NBA All-Star Game. Wir gehen einfach der Reihe nach. Gestern, Freitagabend, Rookie gegen Sophomore Game. Die Neulinge gegen die, die schon ein Jahr auf dem Buckel haben. John Wall ist MVP geworden, der Point Guard der Washington Wizards. 22 Assists, das ist ein neuer Rekord. Blake Griffin von den LA Clippers im Rookie-Team auch sehr stark, gerade als Local Hero, als Lokalheld natürlich voll abgefeiert. Der ist heute noch beim Dunking Contest dabei und morgen beim All-Star Game, dazu aber später mehr. Gestern der Marcus Cousins, auch starke Stats, der Ex-Teamkollege am College von John Wall in Kentucky. Dejuan Blair von den Spurs war stark, der war mein persönlicher MVP-Pick, ist es dann nicht geworden. Gut, kann passieren. Es war ganz ansehnlich, teilweise natürlich schlechter Basketball-Assist, die Jungs sind nicht eingespielt und so weiter, aber es war unterhaltsam, hoher Score, die Rookies haben gewonnen. Heute ging es dann weiter mit dem Training der East and West All-Stars, das war gerade da drüben. Man beachte bitte auch diese klischeehaften Schulbusse und die Palmen hier bei schönem Wetter. Da drin im Convention Center hat es gerade stattgefunden, bei der Jam Session, dem Festival für Fans sozusagen. Mit vielen Spielern gesprochen, auch gestern bei der Interviewrunde schon. Chris Bosh zum Beispiel wurde gefragt, was wäre dein zweiter Job, wenn du kein Basketballer wärst, alternativ. Meinte er ja professioneller in Urlaubfahrer. Ich glaube, das macht er auch so schon genug, aber war eine coole Antwort. Dirk Nowitzki wurde gefragt, wenn du ein Burger wärst, welcher Burger wärst du? Scheint bei irgendeinem Journalisten in seine Geschichte zu passen. Dirk, wenn er Leben verfilmt würde, welcher Schauspieler wärst? Hat er Woody Harrelson gesagt aus White Man Can Jump. Gut. Quizfrage zwischendurch. Dirk Nowitzkis erstes All-Star Game war wo? Da wurde er gestern auch ein paar Mal nachgefragt. Ist immer ein bisschen nervig, wenn da die Leute am Tisch sitzen und dann kommt nach einer halben Stunde, nach 20 Minuten irgendwer, der nicht da gesessen hat und fragt das Gleiche, was schon drei Leute gefragt haben. Ist ein bisschen anstrengend, aber es gab auf jeden Fall viel Neues. Ihr werdet sie auch dann in der Basket lesen oder hier auf basket.de sehen. Da habe ich einiges gearbeitet. Heute Abend Dreier-Contest, da sind natürlich Ray Allen und Paul Pierce favorisiert, die Celtics Superstars. Da haben aber die anderen Teilnehmer wie Bubi Gibson gestern schon gesagt, pass mal auf, ich bin auch dabei, ich fliege ein bisschen unterm Radar, aber dann nage ich die drei rein und gewinne das Ding. Gucken wir mal. Auch der Dunking-Contest, Blake Griffin, haushoher Favorit. Da hat DeMar DeRozan von den Raptors gestern zu mir gesagt, ich habe neue Dunks, da muss ich mir neue Namen ausdenken. Also ich hoffe, dass er da wirklich was erfunden hat, was auf jeden Fall noch nicht so oft gesehen worden ist. Hat angeblich auch mit dem Team Fly Brothers, was wir schon mal in der Basket hatten, zusammen trainiert. Also da bin ich sehr gespannt. Auch JaVale McGee von den Wizards meinte, oh, ich habe da was am Start. Das läuft. Dreier-Contest, wie gesagt. Also das wird auf jeden Fall auch wieder eine feine Sache. Auflösung des Quiz. Dirks erstes All-Star-Game war in Philadelphia. Ich gehe jetzt wieder rein, nehme euch mit. Bis später.